So, jetzt aber. Genauso hatte ich mir es vorgestellt und jetzt gibt's auch endlich Kuchen. Gratulation, aha. Der Test ist vorüber. Alle Aperture-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Geräte-Fehlfunktionen kommen kann. Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Science. Ende. Schluck. Ja, das ist so schön. Also, da wären wir also am Ende angelangt. Ich merke gerade, es ruckelt gerade ein wenig. Uiuiui, vielleicht hätte ich die Grafikeinstellung doch nicht so auf so ultra abgefahren setzen sollen. Na gut, auf jeden Fall wollen wir nicht verbrutzeln, deswegen... Haha, entwischt. Haha, du kannst mir gar nichts. Schluss jetzt. Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben, wo wir so taten, als wollten wir Sie töten. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Sie lügt, sie wollte uns töten. Party zu Ehren Ihres enormen Erfolges. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Party-Mitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was für eine Party das sein soll. Oder Sie verpassen das Fest. Ist das hier das Fest? Ich weiß ja gar nicht. Hatte sie was gesagt? Ich glaube, es war hier, oder? Hab ihr doch auch gehört, ne? Also, die ist da ja nicht so ganz konsequent. Schön hier. Errungenschaft freigeschaltet. Richtige Eskorte. Weiß gar nicht, ob das in der Aufnahme zu sehen ist. Ist auf jeden Fall sehr schön mit so einem, weiß nicht, Benzintanks oder Kraftstoff. Uah, ich weiß nicht. Ah. Ja, sonst war doch hier nichts, oder? Habe ich was übersehen? Oh. Hm. So eine kleine Baustelle noch mit den Schütztürmen. Die hier im Sekundentakt da hochgeschossen werden, oder? 5 Sekunden? Tja, anyway. Gucken wir weiter hier. Was gibt's hier noch so? Noch eine Tür. Die ist aber verschlossen. Das ist sehr schade. Und hier können wir natürlich auch nicht durch, also müssen wir uns da wohl oder übel durchporten. This equipment starts and stops automatically. Ach nee. Hallo? Wo sind Sie? Hier. Sie sind doch hier. Ich kann es fühlen. Hallo? Ja, ich bin immer noch hier, also... Sie scheinen uns echt schon zu vermissen. Das ist schön, aber nicht notwendig, ne? Ja. Das ist Suppe hier unten. Schöne Erbsensuppe. Ich mag doch gar nicht so gerne Erbsensuppe. Oh, hätte ich das nicht sagen sollen. Vegetarier und dann auch wählerisch. Ja, ja, ja. Und eingestürzt ist hier auch noch. Da sind nicht mehr schöne Zustände hier unten. In der Gruft. Aber wenigstens sind sie im Gewichts... wie heißen die Dinger? Vergessen, die Kuhbusse halt. Wenigstens sind die noch im guten Zustand, diese Röhren, wo die drin befördert werden. Und die Computer scheinen ja auch noch in Ordnung zu sein, bis auf die halb aufgegessenen hier. Da kommt man nicht rein. Aber bestimmt von der anderen Seite, würde ich jetzt mal mutmaßen. Und man dann Portal... Kein Portal. Okay. Probier da gerade mal was. Mal durchgucken. Ne, hier landen wir in der Suppe, da ist nicht gut. Nicht gut. Aber. Vielleicht da oben? Ich will nicht unbedingt in der Suppe landen. Ja, das könnte was werden. Vielleicht mit Anlauf da so und dann... Hey! So nicht. Ah, Mist. Misch, da jetzt beliebigen Fluch einfügen. Ladedaten.
And once again. Aber warum denn? Warum ging denn nicht? Das hatte ich mir doch so schön überlegt. Manu. Dann vielleicht auf dieser Seite. Wollen wir mal gar nicht so sein. Na, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das Konzept auch total doof. Nee, das scheint gut funktioniert zu haben. Vielleicht bin ich auch eben einfach nicht springenderweise darüber gegangen, sondern einfach nur gegangen. Jo, schöne Ausstattung hier. Weiß nicht, ob das so eine Nachbildung vom... wie heißen die Dinger? Diese kleinen... Diese Mini-Apple-Computer. Naja. Hier sehen wir noch eine Testkammer. Ich weiß gar nicht, welche das war. Ob das diese kaputte war, wer weiß. Auf jeden Fall eine von den ersten. Vielleicht sogar die erste überhaupt. Ja, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es die erste war. Ja, und dann wird man beobachtet. Jo, aber wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Hier? Hier vielleicht? Hier ist noch eine Testkammer, da waren wir auch. Ja, aber so richtig aufschlussreich war das ja noch nicht hier. Da hinten waren wir schon. Da kommen wir, glaube ich, her. Und hier... Achso, da hätten wir von der anderen Seite gehen können. Da kommen wir also praktisch auch her. Von zwei Orten gleichzeitig. Da wären dann die Quantenmechaniker ganz hellhörig. So, jetzt sind wir hier irgendwo mal wieder... Sollte ich da unten vielleicht mal hin? Ausprobieren und nachsehen. Und es stellt sich raus, hier ist nicht unbedingt so viel. Kamen wir jetzt von oben? Wenn das man wüsste. Na? Das wird noch was, genau. Ich laufe weg. Das ist die falsche Richtung. Ja, glaubst du, Schätzchen? Ist da jemand? Und hier steht wieder The Cake is Alive. Ja, das dachte ich mir schon, denn sie hat uns ja gnadenlos betrogen. Kann ich da rein vielleicht? Vielleicht kriechen? Achso. Ui, hüpf, hüpf. Totale Verwirrung. Hui. Okay, der Test ist vorbei. Gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex, zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Aber sie lügt uns doch an. Sie will uns gar nicht helfen. Gibt's ja eigentlich einen Block? Nicht so, ne? Naja, dann eben ohne Block. Oh, hier fehlt irgendwas. Wie wär's mit meinem Fahrstuhl? GLaDOS, ich komme runter. Diese bösen Geschütztürme können sich aber auch nicht beherrschen, also... Also wirklich. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und eine andere gibt es ja auch nicht so, ne? So, das war jetzt blau, dann mal hier. Neben Tod kann man also auch noch gestempelt werden. Einmal gibt es da welche und einmal gibt es hier welche. Weiß nicht, von welchem wir zuerst gestempelt werden wollen. Ich probiere mal die auf der anderen Seite. Vielleicht sind die ja ganz, ganz adrett. Hüpf, hüpf. Gibt's hier eigentlich irgendwas? Außer, dass man... Achso, hier kommen wir also hoch. Das ist ja schick. Das ist schön. Jo, parfait. Mi amor. Und jetzt? Hätte ich da vielleicht draufbleiben sollen? Nee, das Portal ist unten. Okay, okay. Dann...
würde ich also zu gerne ein Portal platzieren, was aber natürlich nicht geht. Aber vielleicht können wir auf den Stempel klettern. Was natürlich wieder erwarten... Nee, wie erwarten? Auch nicht funktioniert. Also, wie wäre es denn mal, wenn wir uns hier hochstempeln und... Puh. Ich weiß gar nicht, wie weit geht der andere. Nicht unwesentlich viel höher, aber so, zumindest sicher, dass wir uns nicht stempeln lassen müssen. So. Bin ich wieder hochge... Ups. Hüpf. Okay. Und weiter. Speichern und weiter. Jetzt können wir aber auf den Stempel klettern und... Warum eigentlich? Kann man da nicht... Nee, da kann man kein Portal setzen. Das wäre auch wieder zu einfach gewesen. Hui. Aha. Da sind wir ja fast in den Stempel gegangen. Warum kann ich da eigentlich nicht weiter? Okay. Diese Stempel sind ja mal so ein bisschen unbehaglich. In welcher Raumrichtung befinden wir uns denn eigentlich, wenn ich da jetzt rausgehe? Okay. Gar nicht so schlimm, alles halb so wild. Aber. Hä? Gut, da können wir raus, theoretisch. Und praktisch auch, deswegen... Würde ich jetzt gerade mal probieren, hier so hüpf und so nicht. Wie wäre es denn... Nee, das ist auch nicht gut. Ich gucke nur gerade mal, ob man dann ein Portal platzieren kann. Weil es ja sonst ein bisschen arg aussieht. Aber vielleicht können wir uns einfach da an der Seite lang schummeln. Hüpf. Nein, können wir auch nicht. Was auch sehr schade ist. Nee, aber eigentlich gefiel mir diese Methode hier schon ganz gut. Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht ganz, aber scheint funktioniert zu haben. Ganz dezentes Laden hier an dieser Stelle. Das ist die falsche Richtung. Blau. Wo wollen Sie denn hin? Ich glaube nicht, dass Sie wissen, wohin Sie gehen müssen. Aber ich will doch zu dir, GLaDOS. Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwo nach oben und deuten diese Stempel so an. So. Ich gehe erstmal. Nee, da kann man ja gar nicht rein. Schade. Da offensichtlich auch nicht. Da kann man rein. Ob das was nützt, das finde ich dann gerade mal raus. Das sind doch schicke alte Maschinen. Könnte man sich eigentlich was von einstecken? So, wo müssen wir denn lang? Hallo? Hat mich jemand lieb? Ja, da gehe ich dann... Kann man da raufgehen? Ja, ja, ist immer noch eine Lüge. Ja, 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 bla bla. Gut, der matscht bis ganz oben. Eieieiei. Hat uns runtergeworfen, der böse Junge.